Beitragsschock. Bis zu 1% höhere Krankenkassenzusatzbeiträge im Jahr 2025 erwartet. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ja, meine Damen und Herren, Sie sehen es, wer soll das denn eigentlich noch bezahlen? Laut einem Beitrag in der Welt Online heute vom 9.10.2025 rechnen die Krankenkassen im Jahr 2025 mit einem Beitragssprung bis zu einem Prozentpunkt, meine Damen und Herren. Einem Medienbericht zufolge gehen die gesetzlichen Krankenkassen für 2025 von einem signifikanten Anstieg der Zusatzbeiträge aus. Deren Schätzungen reichen von 0,7% bis 1 Prozentpunkt. Die Ausgaben in der gesetzlichen Krankenversicherung steigen und steigen, und zwar ungebremst. Der Bundesgesundheitsminister Lauterbach hat den Laden nicht mehr unter Kontrolle und nicht mehr im Griff, meine Damen und Herren. Jede Notoperation, die bis jetzt gekommen ist, ist voll daneben gegangen. Daneben haben wir auch noch einen Beitragsanstieg in der Pflegeversicherung. Ich hatte davon berichtet, auch im Jahr 2025 bis zu 0,3% zu erwarten. Selbst die Pflegekassen haben ein milliardenschweres Finanzloch und der ganze Spaß hört eigentlich nicht auf. Meine Damen und Herren, es stellt sich für mich die Frage, wer soll denn das eigentlich noch bezahlen? Wir landen hier auf einen Krankenkassenbeitragssatz inklusive Pflegebeitragssatz in der GKV, inklusive normalen Beitragssatz plus Zusatzbeiträge von 17%. Und es gibt laut Angaben des Chefs der Technikerkrankenkasse keine politischen Gegenmaßnahmen. Das heißt also im Grunde genommen, Bundesgesundheitsminister Lauterbach hat die gesetzlichen Krankenversicherungen de facto, was die Finanzierung anbetrifft, völlig aufgegeben. Er hat keine Lösung, wie die Preisspirale in der Zukunft enden könnte, meine Damen und Herren. Oder er will sie uns nicht nennen. Ich kann Ihnen nicht sagen, was hier in dem Kopf dieses Gesundheitsministers eigentlich los ist. Fakt ist auf jeden Fall eins: Es wird auf alle Rentnerinnen und Rentner, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und alle, die gesetzlich krankenversichert sind, ein deutlich höherer Zusatzbeitrag kommen. Dieser wird bedeuten, dass die Nettorenten zumindest im ersten Halbjahr 2025 sinken werden. Das werden Sie an Ihren Netto, an den Auszahlbeträgen definitiv merken, an den Renten. Bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern wird es so sein, dass die Nettobeträge der Löhne und Gehälter sinken werden. Tituliert auch noch oder sagt auch noch: In diesem Fall, wenn es zu diesem Preissprung kommen wird, Beitragssatzerhöhung von bis zu 1%, würde das Wahljahr 2025 mit einem historischen Preis- oder Beitragssprung beginnen. Dann würden die Beiträge in Höhe von 17% des Bruttolohns an die Krankenkassen abgeführt. Im Sommer diesen Jahres hat der GKV-Spitzenverband noch von nur in Anführungsstrichen 0,6 Prozentpunkte gesprochen. Die finanzielle Lage der gesetzlichen Krankenkassen, so der DK-Chef Baas, ist aber deutlich schwieriger als bisher angenommen. Ja, meine Damen und Herren, das ist die Situation in den gesetzlichen Krankenversicherungen. Und ich kann Ihnen nur eines sagen: Es gibt eine fundamentale Forderung von einem großen Bevölkerungskreis in Deutschland, der sagt schlicht und ergreifend aus dem Bauch heraus und gefühlt heraus: Wir brauchen eine einheitliche Bürgerversicherung in der gesetzlichen Krankenversicherung und auch in der Pflegeversicherung. Es gibt Teile der Gesellschaft in Deutschland, die beteiligen sich eben nicht an der Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung. Das sind Politikerinnen und Politiker, das sind Selbstständige und das sind auch ein Großteil der Beamten, die eben nicht in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert sind. Würde es dazu kommen, dass alle die genannten Personenkreise in die gesetzliche Krankenversicherung einzahlen würden und auch in die Pflegeversicherung, könnte das zur Preis- oder zur Beitragsstabilität beitragen und die Beiträge könnten sogar lang- und mittelfristig sinken. Ja, meine Damen und Herren, aber das ist politisch nicht gewollt. Große Kräfte in unserem Land, CDU, CSU, FDP und auch Teile der SPD, dämonisieren ja eine Bürgerversicherung.
in der gesetzlichen Krankenversicherung. Sie dämonisieren auch die Erwerbstätigenversicherung in der gesetzlichen Rente nach dem Motto, das könnte ja, ja von Staats wegen organisierter Kommunismus sein. Was aber, wie wir uns, wenn wir uns die EU-Länder unseres Auslands mal anschauen, ja da nicht der Fall sein dürfte. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.